Hallo, ich bin Achim Schwegenig, der Küchendirektor vom Schlosshotel Münchhausen. Wir befinden uns gerade auf unserer Schlosskellerterrasse, auf der wir im Sommer auch eine Grillkarte anbieten, und um das Thema geht es heute. Zum Grillerlebnis gehört natürlich ein gutes Fleisch, ein guter Fisch. Das ist das A und O bei uns, also fertige Marinaden, da bin ich also kein Freund von, weil das Fleisch eigentlich oder der Fisch die Hauptzutat sein soll und wir das nicht mit Gewürzen oder mit irgendwelchen Marinaden überlagern wollen, weil der Eigengeschmack des Fleisches oder des Fisches bei uns zum Vorschein kommen soll. Also wichtig sind unterschiedliche Temperaturzonen auf dem Grill. Das kann man sowohl mit Holzkohle und als auch mit Gas machen, weil wir auch unterschiedliche Dicken und Stärken von den Fisch- und Fleischgerichten haben. Und natürlich auch Fleischstücke, die eventuell sogar bei Niedertemperatur oder über einen längeren Zeitraum gegart werden sollen. Und das machen die meisten falsch. Der wird dann richtig volle Pulle vollgeheizt. Gerade beim Gas, beim Holzkohlegrill ist das so, ganze Fläche und dann drauflegen, was geht. Und das sollte man nicht machen, sondern wirklich nur Zonen des Grills befeuern, dass man auch ein paar Ruhezonen auf dem Grill hat für die Fleischstücke, die ein bisschen länger brauchen. Ja, wir machen so gut wie alles auf dem Grill, also sowohl Dessert als auch Gemüsebeilagen. Der Klassiker ist natürlich ein Schaschlikspieß aus Gemüse, der relativ einfach zuzubereiten ist, aber wir verarbeiten natürlich auch viele Grillgemüse bei uns in den Küchen. Also nicht nur auf der Grillkarte, sondern in den Küchen. Und dazu werden auch ganze Stücke wie Kohl oder Lauch oder Süßkartoffeln oder Karotten auf dem Grill gegart, damit man dieses besondere Aroma bekommt. Aber dafür werden die eigentlich so gut wie verkohlt und wir nehmen nur das Innere davon, also sowohl beim Weißkohl als beim Lauch, als auch bei einer Karotte oder Süßkartoffel. Und sonst machen wir klassisch, also wenn wir einen Grillabend haben, natürlich auch viel mit Käse, auch gefüllte Sachen wie Zucchini, Auberginen oder Paprika, die mit Käse oder anderen Sachen oder Bulgursalat oder so gefüllt werden. Also das Einfachste ist natürlich immer der Gasgrill, weil er halt sehr schnell angeht und auch von der Temperatursteuerung natürlich viel einfacher ist. Aber wenn man ein richtiges Grillaroma und die Geschmacksstoffe der Kohle haben möchte, ist natürlich ein Holzkohlegrill unabdingbar. Und dazu braucht man natürlich auch eine gute Kohle. Also viele arbeiten ja mit Briketts. Die haben halt den Vorteil, dass man über lange Zeit die Hitze halten kann. Das hat Vorteile, aber gerade bei Niedertemperatursachen oder bei Fleischstücken, die lange Garzeit brauchen. Und die legen ja so einen leichten weißen Belag oben auf die Kohlen. Die schirmen dann auch so ein bisschen die Hitze ab. Das heißt also, wenn man dann drüber pustet, wird man sofort merken, dass die wieder richtig heiß werden. Aber dieser weiße Belag, diese Asche, die da drauf liegt, schirmt auch so ein bisschen die Hitze ab. Je nachdem, was man halt machen will, sollte man entweder die gute Buchenholzkohle nehmen oder halt auf die Briketts, wenn man was mit Niedertemperatur oder längerer Zeit grillen möchte.